Hallo liebe Minecraftler, hier nochmal ein ganz kurzes Video nachgeliefert und zwar geht es um den Special, den fertigen Server mit weit über 50 Plugins. Darüber erhält man immer wieder neue Anfragen, wie hier zum Beispiel, kannst du mal ein Video machen, wie man das ganze Zeug einstellt, kapier nicht, wie man einen Owner macht. Sonst geil, Daumen hoch. Ja, erstmal Dankeschön dafür und natürlich kann ich euch erklären, wie ihr das so ein bisschen einstellt. Im richtigen Video ging das ja ein bisschen kurz. Wir starten dafür einfach mal noch mal ganz kurz den Server und zwar über die Stadt Bad. Wie gesagt, habe ich auch vergessen im Video zu sagen, wählt die Java, je nach Java-Version müsst ihr eben die Stadt Bad auswählen. So, jetzt wird erstmal eine Welt erstellt. Das dauert dann kurz. Dürfte bei euch dann auch kurz dauern. Wir gehen schon mal in den Plugins-Ordner und suchen jetzt hier einmal den Ordner Permissions-Ex. Ich weiß, das ist ganz schön viel, aber das ist ja auch normal bei so sehr, sehr vielen Plugins. Und jetzt öffnen wir erstmal die Permissions.jml, die liegt im Permissions-Ex-Ordner. Und dann gibt es hier sozusagen die Gruppe Default oder hier steht Default drüber. Und dort Permissions. Dann drücken wir einmal Enter, gehen an den Anfang der Zeile und machen Leertasten und setzen so ein Minus. Dort geben wir jetzt so ein Anführungszeichen und dann das Sternchen darüber und dann wieder so ein Anführungszeichen ein. Dann hat diese Gruppe erstmal alle Rechte. Würde ich euch natürlich nicht raten, nachher noch so zu lassen. So, das haben wir jetzt einmal kurz eingestellt. Hier scheint das immer noch alles so vor sich hinzuladen. Und jetzt habt ihr sozusagen der Gruppe Default alle Rechte gegeben. Jetzt gehen wir gleich mal auf den Server und ich zeige euch, wie ihr euren Spieler sozusagen dann zum Admin machen könnt. So, wir loggen uns ein auf der gerade neu erstellten Welt. Da sind wir. Und wir dürften jetzt gerade Neuling sein. Neuling, ja, dummerweise sogar ein Doppelpräfix melde ich gerade. Naja, also wir sind auf jeden Fall Neuling. Und jetzt machen wir uns zum Admin. Das machen wir mit Slash Packs User. Das geht jetzt genau auf die Frage ein, die ich gerade erst bekommen habe. Slash Packs User, dann euer Username. Das ist eigentlich der typische Permissions Ex-Befehl. Übrigens auch schon gezeigt im Video Permissions Ex. Slash Packs User, Hugo3610. Upset. Und dann nehmt ihr Owner. Und dann haben wir scheinbar doch nicht genug Permissions. Das ist in der Tat doof. Dann könnt ihr das Ganze auch alternativ in der Konsole machen. Da gebt ihr dann einfach ein Packs User Hugo 3010 Upset Owner. Genauso sollte das denn da bei euch stehen, wenn ich jetzt keinen Rechtschreibfehler gemacht habe. Und User Groups Set. Jetzt müssten wir eigentlich Owner sein. Das ist man schon. Owner Hugo 3010 schreibt in den Chat. Test. Das hat also funktioniert. Ihr habt jetzt hier alle Rechte auf dem Server und jetzt könnten wir ja, wenn wir mal wollen, es laggt jetzt gerade ein bisschen, also nicht wundern, machen wir Slash Packs Group, dann Default Remove und ein Sternchen, also nach Mist. Und dann ein Sternchen dahinter, das sieht dann so aus. Packs Group, Default Remove Sternchen. Und jetzt hat die Gruppe Default nicht mehr alle Rechte. So, das war es eigentlich auch schon so ein bisschen ein kleines Zusatzvideo, wie ihr euch sozusagen zum Admin auf dem Download-Server von Wminers007 macht. Nochmal ganz kurz etwas zur MySQL-Datenbank, die man sicher erstellen kann. Dafür geht ihr einfach auf die Seite in der Videobeschreibung freemysql.de, erstellt euch da eine kostenlose MySQL-Datenbank und dann sucht ihr den Ordner Logblock. Dort gehen wir einmal rein, finden eine Config, öffnen die mit Notepad und hier unter MySQL tragt ihr dann unbedingt eure Minecraft-Datenbank-Daten ein. Ganz wichtig, damit dann dieses Plugin Logblock auch funktioniert. Sonst eigentlich zur Einstellung des Servers. Der Server ist schon vollständig eingestellt, sonst würde ich ihn ja nicht zum Download freigeben. Wenn ihr Ingame seid und wirklich diese Live-Map im Internet benutzen möchtet, dann würde ich euch raten, auf dem Server, wir können ja noch mal ganz kurz drauf connecten, wir loggen uns ein, slash dynmap full render einzugeben. Das heißt also, die dynmap wird voll gerendert. Das ist auch noch ganz wichtig, wenn ihr den Server irgendwie einstellen wollt. Ja, das war's nun aber zur Einstellung und Konfiguration des Servers. Nicht wundern, wenn es beim ersten Mal vielleicht bis zu 1,5 Minuten dauern kann,
bis dieser doch extrem große Server gerade mal gestartet ist. Ein paar Fehlermeldungen kommen hier noch, aber das lässt sich meistens bei dieser immensen Anzahl von Plugins kaum vermeiden. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffe, ich konnte eure Nutzerfragen, also diese Nutzerfrage, und ein paar Anfragen per Skype und Teamspeak damit beantworten. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss, bis zum nächsten Mal von Würmeinherz 007.